Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Gott ist wie eine Zwiebel. Warum? Was hat Gott mit Zwiebeln zu tun? Ja, die Zwiebel ist zunächst erstmal ein Gemüse, das ich finde sehr lecker ist, das Salate und andere Speisen bereichert. Aber das sagt doch natürlich nichts darüber aus, was Gott mit der Zwiebel zu tun hat oder warum Gott wie eine Zwiebel ist. Zwiebeln sind innen nicht hohl, sondern sie bestehen aus ganz vielen, vielen Schichten. Und nimmt man eine Schicht ab, taucht eine neue Schale auf. Und so ist es bei Gott auch. Gott ist immer anders, immer wieder neu, auch nie einfach. Und man ist gleichsam nie fertig mit ihm. Und Gott ist nicht immer nur der liebe Gott, sondern manchmal auch der schwierige Gott. Und so wie man beim Schneiden der Zwiebel ja zu Tränen kommt und die Tränen fließen, so ist es eben auch mit Gott manchmal, dass man mit ihm es nicht immer einfach hat. Und dass man mit ihm ringen muss, dass man manche Dinge nicht verstehen kann. Aber wenn die eine Schicht, die eine Schale weg ist, taucht eine neue auf, eine tiefere Schale. Und so ist es eben mit Gott auch. Wenn ich etwas von ihm verstanden habe, vielleicht bezweifle ich das dann wieder und dann stoße ich aber auf eine tiefere Bedeutung und meine Beziehung zu Gott wird intensiver. Insofern ist Gott wie eine Zwiebel. Er besteht aus ganz, ganz vielen Schichten. Er ist tief und er ist immer wieder neu zu entdecken. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.